Ja, hallo und herzlich willkommen bei Nerd TV. Eine neue Ausgabe vom Nerd Talk hier direkt von der FedCon in Bonn. Ich kann es nicht genug erwähnen. Wieder mal alle zusammen, die ganze FedCon-Family. Und mittendrin natürlich jemand, der zwingend zu dieser FedCon-Family gehört, einen großen Teil dieser FedCon-Family ausmacht. Das ist Nessie. Mann, bin ich froh, dich hier im Talk zu haben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Siehst du, geht schon gut aus. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und wie du gerade sagst, es ist so gut, wieder auf der FedCon zu sein. Endlich, endlich. Es ist ein Wahnsinnsgefühl. Wie waren für dich so die letzten zwei Jahre? Man muss auch sagen, du hast ja auch viel gemacht. Es gibt Last Geek Tonight, kommen wir nachher noch darauf zu sprechen, oder die Sofa-Cons. Also es ging ja nichts, aber es war halt kein Austausch mit Leuten. Genau, der Austausch hat, wenn dann überhaupt, nur virtuell stattgefunden. Die zwei Jahre waren echt schwierig, weil ich bin Fachkraft für Veranstaltungstechnik im Hauptberuf. Ich durfte nicht mehr arbeiten, faktisch. Ich mache Krimi-Dinner als Hauptberuf auf Tour und das war dann weg. Und dann hat mich der Regisseur von Krimi-Dinner, der Christian, hat mich angequatscht, ob ich nicht Bock auf so ein Format hätte. Und das haben wir in erster Linie gemacht, damit wir nicht durchdrehen. Damit wir beschäftigt sind und so ist das entstanden. Aber es war auch eine Freude für alle anderen, die jeweils einschalten bei Last Geek Tonight, so heißt die Sendung. Soweit ich weiß, also ich verfolge es über Twitch, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig erzählt, aber sag doch was dazu. Was ist die Sendung, wo kann man die sehen? Gibt sie auch in Zukunft, jetzt wo die Cons wieder zu laufen beginnen? Genau, also wir haben gestartet, die Idee war eigentlich eine YouTube-Show zu machen, also auch nicht live, sondern alle zwei Wochen war mal der Plan. Ein Interviewgast zu haben, halt nur über Zoom, ging nicht anders, beziehungsweise wir haben auch kein Geld gehabt, um jetzt Leute nach Bochum zu holen. Das war unser Plan und dann haben wir ganz am Anfang gedacht, wir machen mal so eine Frage- und Antwortstunde auf Twitch, weil ich hatte kurz vorher die Oma-Con gemacht und hatte so ein bisschen Erfahrung mit Twitch, ja, und aus Twitch ist jetzt eigentlich so unser Hauptding geworden. Leider der dritte im Bunde, der Sebastian, der hat mit dem Christian, dem Regisseur, zusammen eine Filmfirma, Avenir Film. Und da brummt das Geschäft gerade wieder wie irre. Das ist gut für die Firma, aber leider kommen wir da ein bisschen in Verzug mit den YouTube-Sendungen. Deshalb machen wir mehr Twitch im Moment. Und die Zukunft, ich hoffe, dass ich mit meinem Beruf das alles noch so vereinbaren kann. Aber es gibt weiter die Con-Show alle zwei Wochen mittwochs. Die Geekliothek gibt es alle zwei Wochen montags. Und unregelmäßig Let's Plays. Und wir quatschen auch oft mit den Leuten. Und unser Hauptprogramm ist Chaos. Was ist denn Chaos? Chaos. Also wir bereiten uns selten vor. Wenn was schief geht technisch, dann lassen wir es zu und machen ein Späßchen draus. Meistens ist das ja das Unterhaltsamste, dann solche sind. Genau das. Und Chaos können wir tatsächlich sehr gut. Wie war denn das Feedback der Zuschauer? Also die sind da einerseits live dabei. Man kann da ja auch Feedbacks geben oder Inputs geben während der Sendung. Sehr gerne. Wie war das Feedback während der Sendung? Gab es aber auch danach Sendungen, auch schön. Gab es auch danach Feedbacks? Ja, also wie gesagt, damals die Oma-Con. Wir waren selbst überrascht. Also das habe ich noch alleine gemacht. Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich hatte vorher noch nie Twitch an. Und da haben, glaube ich, 800 Leute zugeschaut. Wir waren auf Platz 9 in Deutschland in der Rubrik. Und die Rückmeldung war enorm. Die Leute waren so froh, dass irgendwas stattgefunden hat. Ja, dann haben wir ein paar Wochen später an Pfingsten die Sofa-Con gemacht. Und jetzt die Soma-Con vor kurzem. Ja, April war es. Und da war auch die Rückmeldung war enorm. Die Leute waren echt froh, dass was passiert. Ja, also... Ja, ich auch. Da gehöre ich natürlich auch dazu. Jetzt hast du vorhin gerade gesagt, bevor wir die Kamera eingeschaltet haben, du seist jetzt auch ein bisschen nervös, weil sowas wie hier machst du selten. Jetzt sehe ich dich aber auf der großen Bühne stehen. Du bist hier fixer Bestandteil, Teil der FedCon. Du bist eine bekannte Person innerhalb des Fandoms. Du stehst auf der Bühne, du moderierst, du hast die Opening-Zeremonie mitgeschmissen. Du machst ganz viele Sachen. Also warum ist man dann jetzt noch nervös hier bei Nerd TV kurz? Weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Zu behaupten, ich wäre vorbereitet, bei den anderen Sachen wäre auch gelogen. Aber Interviews selbst, also wo ich selbst gefragt werde, mache ich selten. Oft stelle ich ja, oder meistens stelle ich die Fragen. Und das ist dann meistens einfach. Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, aber doch, also diese Situation, das macht mich noch so ein bisschen aufgeregt, weil ich, ja... Keine Ahnung. Ich habe ja vorhin erwähnt, deinen Status oder deine Person, wie ich dich sehe, als Gast, der jetzt, glaube ich, seit 8 oder 9 Jahren an die FedCon kommt. 25.
Du 25. Achso, du, ich dachte, Entschuldigung, ich dachte, du meinst mein Vater. Du 25, ich leider erst seit 8 Jahren, aber ich glaube, das Erste, was ich mitbekommen habe, als ich in Düsseldorf, das war mein erster Con, war nicht etwa ein Stargast, sondern war Nessie. Ich hörte überall Nessie und dachte, wer ist denn Nessie, bitteschön. Ja, Minuten später wusste ich Bescheid, dass du auf der Bühne warst. Wie stehst denn du selber zu diesem, deine Bekanntheit rund um das, ich meine, man kennt dich, jeder, der hier vorbeilascht und mehrmals in der Con war, weiß, wer du bist. Es ist ein bisschen zweischneidig, also einmal, mich kennt, innerhalb der Con kennt man mich, außerhalb kennt man mich nicht. Wobei, einmal mit Bernd das Brot, da wurde ich angequatscht in Köln, aber, und das ist auch gut so, dass man mich sonst nicht kennt, weil es kann anstrengend sein, wenn man ständig angequatscht wird. Es ist schön, aber es ist auch anstrengend und, ja, es ist verrückt. Also das, diese Rückmeldung hier und diese Liebe, die einem entgegenkommt, es ist schön, aber auch anstrengend. Die Anstrengung merkt man dir aber nicht an, weil man sieht auf der Bühne, du wirkst zumindest sehr locker und du bist nicht mein Spruch verlegen. Du hast eine gesunde Portion Humor, du hast einen Schalk im Nacken, du bist auch selbstreferenziell unterwegs, das heißt, du nimmst dich selber auch gerne auf die Schippe. Kommt das dann aus dem Bauch raus? Ist das alles vorbereitet? Wie ich vorhin gehört habe, wahrscheinlich nicht immer. Wie sieht das aus, diese Lockerheit zu haben? Kommt auch drauf an. Manchmal, wenn mir Gags oder so vorher einfallen, dann notiere ich mir die. Bei vielen Sachen kommt es tatsächlich, und das ist, glaube ich, meine größte Stärke, die Spontanität. Kommt wirklich aus dem Bauch raus. Oft fallen mir Gags ein, die ich geklaut habe von anderen Comedians oder so, die dann aber in die Situation passen. Und gestern zum Beispiel der Cosplay-Catwalk, das kam alles spontan, was ich da so dummes Zeug geredet habe. Aber die Leute mögen es hier, also ja. Jetzt war dieses Jahr noch was Besonderes. Ich habe es vorhin gesagt, wir hatten jetzt zweieinhalb Jahre Pause, bis wir uns wieder sehen konnten. Die Opening-Zeremonie ist immer was Schönes und Spezielles. Da kommen auch die meisten Stars oder Gäste, die da sind, auf die Bühne. Diesmal war es nochmal was Besonderes, denn wir sind mit einem Lied eingestiegen, das Nessie und die ganze Fatcom-Crew zustande gebracht hat. Es war ein sehr emotional und bewegender Moment. Also ich muss sagen, ich habe selber eine Träne verdrückt. Ja, das darf ich hier so sagen, glaube ich. Und wie war es für dich? Und wie war es für dich, in diesem Moment auf der Bühne zu stehen? Genauso emotional. Es war, da werde ich auch jetzt schon wieder emotional. Das war damals bei der OmaCon, hatten wir ein Closing-Video gemacht. Mit Leuten zu Hause, die Videos eingeschickt haben, wie sie die Con verbracht haben. Und damals, ich weiß nicht mehr, wer es war, wer das Video geschnitten hat, hat das Lied From Now On drunter gelegt. Und damals hatte ich schon den Traum, wenn wieder Magic und Fatcon sind, würde ich das gerne mal auf der Bühne machen. Auf die gleiche Idee kamen noch zwei andere und wir haben uns irgendwie zusammengefunden. Und dann ist das entstanden. Und dann hat der Stefan hat die ganze Musik zusammengemischt, hat Leute vom Ringchor zum Beispiel noch angesprochen. Und es war die Probe zu dem Lied auf der Bühne, da sind sehr viele Tränen geflossen. Ja, das glaube ich. Also man merkt halt hier auch wirklich so diesen Zusammenhalt. Stellst du das auch fest, was halt alle wieder, immer wieder sagen, dass die FedCon auch innerhalb von anderen Cons oder im Vergleich zu Comic-Cons halt schon noch was Spezielles ist, weil dieser Family-Groove hier irgendwie so besonders ist? Auf jeden Fall. Ich kenne nur die Deutschen, also ich kenne nur FedCon, RingCon, MagicCon. Und hast du echt jetzt rote, du hast so ein bisschen glänzende Augen. Sorry, ich wurde gerade, hör auf jetzt. Und das ist ja schön. Ja, ich bin da etwas nah am Wasser geworden. Ja, genau, und dann kenne ich in Deutschland noch die Comic-Con in Stuttgart. Und das sind Unterschiede über Tag und Nacht. Dort sind Messehallen, man sieht, wenn man Glück hat, trifft man Bekannte. Ansonsten läuft man da immer aneinander vorbei. Und hier, das ist einfach Familie. Das ist klein, knubbelig und familiär. Das trifft es eigentlich am besten. Es ist eine Familie. Wenn du jetzt auf deine 25 Jahre zurückschaust, ich weiß, es ist immer so eine Frage, wenn das Publikum die Stars befragt, was waren die verrücktesten Momente? Und dann dachte ich immer, ja, es gibt wahrscheinlich Tausende. Ich möchte aber tatsächlich eine Frage in diese Richtung stellen. Hast du was, das dir ewig in Erinnerung bleibt? Sind es die Zusammentreffen mit den Menschen oder vielleicht auch Begebenheiten mit den Stargästen? Ich weiß, da gibt es jetzt Millionen Geschichten wahrscheinlich. Vielleicht kannst du auch zusammenfassend sagen, ja, es ist jedes Jahr völlig irre und dann geht es los zum nächsten Jahr. Es ist jedes Jahr ziemlich irre und dann geht's los zum nächsten. Nein, da gibt es eine Menge. Also ich muss sagen, ich erinnere mich teilweise auch nicht mehr an alles, leider.
gestern, das war auf der Opening, das war natürlich ein Highlight. Das werde ich auch echt nicht so schnell nicht vergessen. Dann für mich, wo ich damals auf der FedCon 15 diese Saalwette verloren hatte und halbnackt auf der Bühne einen Song, schneiden wir raus. Aber so die früheste Erinnerung war, das war ziemlich genau unter uns, wo wir jetzt stehen. Ich war zum ersten Mal irgendwie Backstage eingeteilt. Ich mache die Tür auf, Leonard Nimoy steht vor mir. Und vor lauter Schreck haue ich die Tür wieder zu und laufe weg. Das war so meine erste, das war mir so peinlich. Und, ja. Aber das war das erste Mal, wo ich Leonard Nimoy so vor mir stehen sehen habe. Das war irre. Schöne Momente. Ja, wir sind schon am Schluss. Nessi, vielen Dank. Wenn du was unserer FedCon Family noch mit auf den Weg geben würdest, was wäre das? Du hast das Schlusswort. Ich möchte mich einfach bedanken bei der ganzen FedCon Familie. Das ist die schönste dysfunktionale Familie der Welt ist. Und ich möchte euch um nichts in der Welt missen und auf noch ganz viele Jahre in der Zukunft. Sehr schön, ich danke dir. Danke, dass du mein Gast warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das wäre es gewesen, liebe Leute. Neue Ausgabe Nerd Talk auf Nerd TV. Ihr werdet sehen und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss, mach's gut. Ciao.